Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Digimon Adventure. Jetzt mal haben wir Andromon besiegt in dieser schönen, geheimnisvollen Fabrik mit Hilfe von Caputerimon. Und Andromon zeigte uns den Ausgang durch eine Kanalisation, die mit Nomemon voll sein wird. Wir haben als Leaderin Mimi. Und wir nehmen... Ja, auf jeden Fall ist sie mit und ich glaube Gomamon, oder? Nee, Patamon nehmen wir mit. Und damit starten wir die Episode Nomemon Kanalisation. Los geht's auf. Wir scannen uns zum Ausdruck. Oh, sogar auf Deutsch wieder mal. Oh, aber viele, viele, viele Nomemons. Oh ja. Es ist Essenszeit. Filikalienzeit, besser gesagt. Ich möchte jetzt hier jeden einzelnen Gegner eliminieren. Gut, Tentomon kann jetzt digitieren. Das erspart mir ganz, ganz viel. Vor allem, er kann ja diesen Sturmschlag. Ah, ne, der trifft nicht jeden. Aber macht jeden hier down, ey. Ach ja, Patamon war das, der das kann. Mit 1000 Flügeln. Die sind ja wirklich schwach. Die sind ja wirklich, wirklich schwach. Palmon ist das nächste dran, okay. Das Betamon, das muss weg. Das muss weg. Scheiße, hat nicht gereicht. Da ist schon wieder Palmon dran. Kriegt viel zu viel Damage hier. Wo 7 als Critical Hit? Caputerimon, du bist eine super Defense-Waffe. Ja. Aber die sind alle langsam hier. Ja, wow. 37 Critical. Ganz stark. Hier nur Mimon. Frisst mein Schau. Beziehungsweise mein Strom. Ja. Palmon erreicht Level 11. Heilung S und Spitzenzähne halten. So. Oh ne. Stimmt, ich wollte ja Patamon dabei lassen. Er muss trainiert werden. Einmal um die Ecke. Habt ihr gesehen, wie die Kamera um die Ecke gewandert ist? Ich wollte erst das Item haben und dann gegen Nomemon kämpfen. Was ist denn das hier für ein Dreck? Was ist denn das? Die drei dürfen noch anfangen. Wieso bringt sie immer einen Betamon mit? Der hat in der Kanalisation nichts verloren, ja? Ja. Technik. Pflanzenschock. Sogar noch teurer, okay. Kostet der mehr Giftschlag aushalten. Sehr nice. Digitiere du, Caputerimon. Der hat dann eine Technik drauf, die jeden trifft. Ah ja, da den Blickschuh. Bing, weg. Der nächste Nomem. Oh, Betamon ist auch weg. Super. Der killt hier alle in einem Abwasch. Yeah. Wie viel Erfahrungspunkte? 100. Oh, kann ich mit. Kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Okay, ein Item, was wir schon hatten. Apropos Items, was könnten wir uns denn mal wieder bauen? Wir könnten uns genug bauen, ja. Giftige Masche und so weiter habe ich eigentlich alles. Aber das sind dann nur Scheiße. Wir brauchen was Besseres, wir brauchen was Geileres. Wir brauchen die Stufe 3 am besten, ja. Die ich Jagumon gegeben habe. Weiter durch die... Oh, ein Betamon. Und zwei Items, Items! Items, die wollen wir haben. Die will ich haben. Oh ja, drei Betamon warten, gerastet zu werden. Sprichwörtlich, ja. Wollt ihr eure Betamon lieber gegrillt, geröstet, frittiert? Oder was wollt, wie wollt ihr es haben? Die sind echt schwach. Die sind down hier. Das ist eigentlich nur Schweizer Käse hier. Ja. Keine Gegner für Caputerimon. Eine scharfe Wirbelsäule, okay. Ich will keine krumme Wirbelsäule. Meine Wirbelsäule ist auch schon halb im Arsch. Ja, die von Mimi, die sieht noch aufrecht aus. Da ist ja wohl noch alles dran bei der guten Dame. Gut, der ist schon. Höhe Defense Level um 1. Oh, Patamon. Ist ja Party Time. Mit hier, nein, Strategie. Nein, auch nicht. Ach hier. Da war das. Rüsten. Rüsten, Patamon. AP-Boost. Nein, das würde ich gerne haben. Das geht sogar noch hier rein. Habe ich da gerade einen Defense-Boost gesehen? Ein AP-Boost von 100. Momentan am wenigsten hier. Palmon hat am wenigsten. Können wir Palmon mit ausrüsten? Palmon hat mich noch gar nichts von mir bekommen. Das geht doch mal gar nicht hier. Meine halben Digimon hier noch verwahrlosen und keine Items hingeben. Das geht gar nicht, Philipp. Das geht gar nicht, ja. Darf die Schwachen hier nicht unterschätzen. Die brauche ich vielleicht noch mal.
Ja. Kann ich mir sogar richtig, richtig gut vorstellen, dass ich die nochmal brauche. Technik. So, der kann jetzt richtig viel. Nice. Also, Patamon, deine extra Skills sind schon vertreten. Wollen wir einfach noch weitere extra Skills? Ja. 40 Damage gibst du mir, du alter Huren. Nee, das sind jetzt noch knapp nicht mehr. Nein, du machst eine Digitation. Weil das ist so billig hier. Big Schub. Wir wollen die Gegner eliminieren. Sie zerfletschen, zergrillen. Ja. Wofür sind Nomemons eigentlich gut? Ja. Wofür sind Nomemons eigentlich gut? Das ist eine berechtigte Frage. Damit sie mir glitschige Masse geben. Hoho. Dafür sind sie gut. Kann man hier nicht einsteigen? Ach, ne. Ich will wohl nicht in die Kanonisationsparty einsteigen. Nee. Nicht mit Nomemon und Betamons. Das ist doch nichts. Nee. Hilfe. Bei dem Anblick wird mir ja schon schlecht. Stellt euch echt mal vor, mit denen müsst ihr eine Party schmeißen. Gott. Da kann ich auch meine Mülltonnen ausgraben. Kommt die gleiche Party. Das sind jetzt so zwei Gegner? Ja, 70 Erfahrungspunkte sind nur zwei Gegner gewesen. Naja. Egal. Da drüben wartet ja eh schon der nächste auf uns. Ja. Oder die nächsten zwei, besser gesagt. Aber das ist doch alles Hundefutter. Aber echt, manchmal frage ich mich, echt, so viel gibt es noch eben. Das ist irgendwie Sukamon. Wir sollen. Das soll ja als Digimon bezeichnen. Ja. Wenn sie wenigstens stark wären in der Masse, ja, aber selbst das sind sie gar nicht mal. Ich meine, Item bekommen, ja, was geht nie ab? Das grenzt ja schon an Betrug. So, wir haben jetzt zwei Wegmöglichkeiten gehabt. Oh, ich hab den richtigen. Ich habe, glaube ich, gleich den richtigen gewählt. Weil hier ist ein Heilungspunkt. Ja, da gibt es auch nochmal zwei Wege. Da sind auch nochmal zwei Wege. Aber Mimi hat schon einen schönen Hut, das muss man ihr schon sagen. Nur dieses rote Kleid passt aber gar nicht. Ja. Ja. Muss ich ernsthaft mal sagen. Ah, da liegt auch nur ein Item. Ja? Irgendwas Klebriges. Moment. Option 1. Hast du mein Taschentuch? Ja, das passt doch. Da hast du mein Taschentuch. Passt doch. Mimi ist ja zukommend, ja. Aufrichtigkeit. Ja, mehr sage ich nicht, ja. Mehr zu Mimi. Weil dann durch zu manche zu viel spoilern. Und das wollte ich ja nicht. Oh Gott, ein Gegner, ey. Ein giftiger Voll, bitte. Sollte reichen. Nein! Zweite Hand, los. Das kann ja nicht sein. Dass wir keinen Nomemon-Platt kriegen. Sind die stärker geworden? Ach ja, das ist ein Fade-Power-Bonus, den sie ja hier bekommen. Stimmt, die sind ja eine Kanonisation. Ja, kriegen sie ja noch Bonus. Da kriegen sie ja Bonuspunkte gut geschrieben. Ein Citra King, sehe ich da richtig? Was macht ein Citra King in der Kanonisation? Ich glaube, da reicht kein Blickschuh. Aber für das Nomemon reicht das. Oh oh. I have a problem. Oh, das war jetzt nicht clever. Schwanzangriff. Oh, der war schwach. Das war schwach. Komm, giftiger Erfolg. Gib mir den Giftskatus. Jawoll, ja. Darauf war ich hinaus. Ne, machen nochmal einen Angriff. Wir müssen SP sparen. Eisfight, nein. Technik, Attacker Change auf Kaputerimon. Sein Angriff! Ich hab das, glaub, dass man jetzt mal hier eine Unterstützung kommt oder sowas. Ne, Boostergrund. Stromschlag! Komm, Elektro gegen, genau! Technik, Attacker Change auf Kaputerimon! Gib ihm den Boost! Anziehen! Nein, keine Pause hier! Keine Pause gibt's nach dem Kampf! Nochmal Angriff. Technik, Heilung. Nein! Das war jetzt sinnfrei. Das war jetzt sinnfrei. Stromschlag. Oh, 1400 Damage. Das nur durch ATK-Boost, ja? Also durch Angriffsboost. Oh, nice. Haben wir erreicht Level 10, aber wir kriegen kein Item von denen. Also das war fies. Warum gab es jetzt hier einen Seedramon? Okay, halt 400 für ein Mitglied brauchen wir nicht. Das hätte ich mir auch sparen können.
Aber der Umweg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für das Citramon, das hat nämlich richtig viele Erfahrungspunkte gebracht. Also das mit der Kamera hier umswitcht, ist richtig nice. Das gefällt mir. Ja. Das haben sie gut gebaut. Das haben sie richtig nice gebaut. Oder eingebaut, besser gesagt. So, zwei Nomemon da warten noch zum Schlachten. Hallo Nomemon. Hallo Süße, willst du mit mir gehen? Das kam ja ganz oft in der Serie, ja. Aber die sind ja. Das sind ja hier kleine Fische. Ja, genau. Kaputerium an sich genauso. Da wollen wir auch keinen Critical Hit oder sowas. Die werden eliminiert. 70 Erfahrungspunkte, okay. Brauchen wir alles nicht. So, komm noch jemand. Wenn ich von hinten einsteigen könnte, ist es besser, ja. Okay, das sollte doch zum. Das soll doch einfach werden. Wurzelbrecher. Kaputtermon, gib ihn in die zweite Hand. Patamon macht den Rest. Bäm. Ich glaube, Gummamon muss mir wieder nach vorne packen, oder? Aber nee, Gummamon kommt später. Kommt viel, viel später. So, wir gehen erstmal nach rechts. Denn rechts vor links. Ich habe das Gefühl, der Weg ist richtig. Dreh sich die Kamera, komm. Ja, danke. Ja, ich habe das Gefühl, das ist der richtige Weg. Gehen wir nochmal nach links. Ist nur ein Gefühl von mir. Ja. Habt ihr euch mal gesehen, wie Palmon sich bewegt, ja? Flieglein an der Wand. Wer hat die besten Wurzeln im gesamten Land? Palmon. Nein, das ist der richtige Weg. Da ist Licht am Ende des Tunnels und da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte euch die Abzweigung auch noch zeigen. Also, nach rechts gehen. Ja, ganz, ganz entscheidend hier. Was ist das? Das Wasser sieht so sauber aus. Seht ihr das links? Das sieht viel zu sauber aus. Ja, ich ignoriere die beiden jetzt einfach mal. Ja. Na gut, die können mich nicht ignorieren. Ich bin zu hübsch. Ja. Stimmt ja auch irgendwo. Mimi ist ja auch irgendwo hübsch. Hier ist ein Item. Gebet? Was ist denn das jetzt? Ich kann nur die Hälfte lesen. Kann man das rüsten? Kann man da irgendwas mitmachen? Wenn dein HP zu niedrig wird, wird weniger HP abgezogen. Okay. Hört sich interessant an. Kriegst du einfach mal Agumon, ja? Du bist mein Haupt-Digimon. Mein Versuchskaninchen Nummer 1, ja? Bist ja nicht ohne Grund ein Dinosaurier, ja? Bist ja nicht ohne Grund ausgestorben. Also es lohnt sich hier. Also wenn die HP niedrig ist, werden weniger HP abgezogen. Das ist quasi so eine Verteidigungsboost, kann man ja sagen. Ja. Verteidigungsboost für nichts tun, ja. Keine Runde verschwenden, ne? Das passt. Das passt. Also es lohnt sich hier die ganzen Gebiete abzugrasen. Ja. Licht am Ende des Tunnels. Raus hier, bloß aus der Rolle, raus aus der Kandidation. Sie haben das Licht, wir haben es geschafft. Die waren alle schleimig und dreckig. Ja. Okay. Ah, wir müssen jetzt. Okay, wir machen gleich die Medizin, wollte ich schon sagen. Ja, genau. Wir machen gleich die Submedizin gleich hinten dran. Ne, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange ich schon wieder aufnehme. Das weiß ich gar nicht. Aber es war. Komm, machen wir das auch noch, oder? Machen wir das noch. Ja, komm, wir machen. Die Sub-Mission.